Moin, ich grüße euch. Boah, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich werde jetzt mit euch zusammen meine erste Ausfahrt machen. Wie gesagt, ich bekomme hierfür nichts, sondern ich mache das einfach aus Spaß und ja, bin halt Profete-Fan, wisst ihr. Ja, das mache ich mal mit euch im Dunkeln. Da sieht man wenigstens was. Und zwar haben wir hier fünf Stufen. Wir haben Eco, wir haben nochmal Eco 2, Tour, Speed, Boost. Dann haben wir darunter die kmh-Anzeige, die Durchschnittsgeschwindigkeit und Trip, die Zeit, die wir gefahren sind und die gefahrene Höchstgeschwindigkeit. Ja, das ist jetzt mal so das Display gewesen. Wie gesagt, da kommt noch viel mehr zu, aber wenn es soweit ist. Juhu! Ja, da sieht man mal die Schutzbleche von oben. Ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also ich habe mir jetzt vorgenommen, nach jedem Umbau werde ich mit euch eine Runde drehen. Heute ist mal geparkt, die erste Ausfahrt. Also ich fahre jetzt wirklich das erste Mal mit dem Bike los. Mit den neuen Schutzblechen. Es folgt ja Gepäckträger jetzt am Wochenende und ist bestellt. Bin mal gespannt, wie ihr die Lösung findet dafür. Für den Conti Trailreifen, der drauf ist, den werde ich lassen. Gefällt mir optisch total gut und ich habe mir so ein paar Testberichte durchgelesen. Ja, nach und nach. Wie gesagt, ich werde mit diesem Bike auf jeden Fall ein Reichweitenvideo machen, einen Bergtest, auf Details eingehen, über die Gabel ein Video machen, wie man sie einstellt, was hat der Motor wirklich für Leistung. Also ich muss wirklich sagen, dieses, da werden jetzt vielleicht wieder einige, ihr wisst, Profete-Fan ist so. Aber ich bin sowas von begeistert von diesem Bike, von der Verarbeitung her, von der Optik her. Jetzt mache ich es mir natürlich noch schöner, wie es schon ist. Ich baue das natürlich auch nach meinem Geschmack um. Ich habe natürlich viele, viele Kommentare bekommen. Schönen Dank dafür. Aber in erster Linie baue ich es natürlich auch so um, wie es mir gefällt. Und ich sage ja, ich kann hier so viele Videos drüber machen. 1 Kilometer haben wir jetzt. Jawohl. Interessant, das Bike hat einen Giersensor. Werden wir auch ein Video drüber machen. Viele werden das von euch wissen, was das ist. Das ist diese Milli Zehntelsekunden, sage ich mal, Schaltunterbrechung oder Motorunterbrechung, besser gesagt, damit es hinten nicht so scheppert, weil bei dem Bike liegt natürlich auch Leistung an. 100 Newtonmeter. Ich fahre jetzt hier gerade in Eco, weil ich möchte natürlich erstmal, ja, mich eingewöhnen so ein bisschen. Also da haben die wirklich was richtig Tolles gebaut. Für mich ist natürlich auch wichtig bei diesem ganzen Vorhaben und Projekt, dass ich das Bike auch relativ zügig wieder zu einem eMTB umbauen kann, wo ich dann doch mal Trails fahren kann und ein bisschen Spaß mit haben kann im Gelände. Oh, ich kann euch nicht sagen, wie happy ich damit bin. Ich mache jetzt mal ein bisschen Dampf. Ja, gut, okay. Ja, da grient er.
schon verrückt. Ich möchte auch noch mal auf was hinweisen, wenn ihr selber so ein Projekt vorhabt, bitte vorher wirklich, bevor ihr irgendwas macht dran oder bohrt und montiert, erkundigt euch immer, ob das auch wirklich alles zugelassen ist. Ja, ich bin hier auf meiner Hausstrecke unterwegs. Ich baller jetzt hier einfach nicht lang, weil möchte ich ein bisschen genießen, die Sonne ist schön rausgekommen. Ich möchte natürlich auch hier bei meiner ersten Fahrt das Wetter genießen, den Wald genießen und die Ruhe vor allem. Ja, ich bin unwahrscheinlich auch gespannt auf die Gabel, wie die sich macht. Also im Moment merke ich so, ja, auf jeden Fall federt es anders wie bei meinen anderen Bikes. Es ist ruhiger. So, jetzt werde ich noch mal in Boost gehen. Mein lieber Mann, da geht was. Ja, so sieht es jetzt momentan aus. Nach, was war jetzt, ein Kilometer? Vielleicht anderthalb. So, und der Giersensor, der sitzt hier. Gehen wir aber dann auch nochmal drauf ein. Ich muss jetzt aber erstmal weiterfahren. Ja, irgendwie kann ich ja dann auch zwei Bikes testen. Einmal als SUV, wenn ich damit auf Tour gehe. Damit habe ich sehr lange Touren geplant. Und hier sind ja eine Reichweite von ca. 180 Kilometer möglich. Ich habe hier einen 614 Wattstunden Akku, 48 Volt. Mal sehen, wie der sich verkauft. Ja, weil ich muss das ja ein bisschen, muss man das halt trennen. Sagen wir mal, wenn ich jetzt im Elmland unterwegs bin, die Videos folgen natürlich dann auch nach dem Umbau. Wenn du nur Bergfahrten hast oder da die Steinpassagen hochfährst, ist klar, ist eine andere Dimension, als wenn ich jetzt nur gerade Radweg fahre. Aber was mir unwahrscheinlich gut gefällt bei diesem Bike, ist die Sitzergonomie. Ich sitze sehr bequem, nicht zu sehr gestreckt. Und wenn ich so nach unten gucke, da sitzt auch ein ganz schönes Paket vom Motor. Ich gehe jetzt mal in den Boost. Ja, also das rupft schon mächtig am Hinterrad. Herrlich hier mit dem Laub, ja, sieht doch toll aus. Ich hatte mir jetzt auch überlegt, das erste Video, wie mache ich es? Lasse ich mich filmen beim Fahren? Das werde ich natürlich alles noch machen. Hier geht es einfach heute darum, um die erste Ausfahrt mit euch zusammen. Da haben wir einige drauf gewartet und ich mich auch tierisch drauf gefreut. Gut, dass ihr mich nicht seht. Ich bin nur am Grien hier. Die Schutzbleche, da scheppert auch nichts oder schleift oder klappert. Es hatten auch einige in den Kommentaren erwähnt, dass das Schutzblech zu kurz ist. Ja, stimmt. Ich hätte es tiefer setzen können. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Aber ich habe das mit Absicht gemacht. Da habe ich an der Stelle noch was Besonderes vor. Wie gesagt, Gepäckträger kommt jetzt. Boah, sieht das toll aus, wenn so die Sonne hier durch die Bäume kommt. Licht wird auch am Wochenende montiert. Das wird definitiv auch von Profete sein. Da habe ich mir auch was einfallen lassen für. Wie gesagt, das kannst du alles gar nicht in ein Video packen. Aber ich freue mich da tierisch drauf, euch das zu zeigen. Ich werde auch jeden Handgriff festhalten. Ja, und wenn dann natürlich erstmal diese Alltagstouren kommen. Ich habe ja noch dieses Jahr eine geplant. Ich hoffe, das Wetter spielt auch wirklich mit.
Dann wird es mit Sicherheit auch noch Trail-Videos damit geben und dass man dann auch mal ein Fazit ziehen kann. Im Moment bin ich wirklich begeistert. Da haben die echt was Tolles gebaut, muss man so sagen. Vor allen Dingen auch sehr, sehr hochwertige Komponenten. Die Shimano Deore XT. Gear-Sensor. Eine super Gabel, Top-Bereifung. Tja, was will man eigentlich mehr zum Glücklichsein? Ja, ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreiben werdet. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, bis es dann fertig ist. Und dann, wie gesagt, dann kommen die ganzen auf die Komponenten spezielle Videos eingehend. Weil das will ich jetzt nicht hier in einem Video einfach bei der ersten Ausfahrt mit verpacken. Das ist, finde ich, nicht gut. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht ein Abo, würde mich tierisch freuen. Passt schön auf euch auf. Wir sehen uns bald. Tschüss.